Hallo und herzlich willkommen bei dem Monatshoroskop für den Mai in 2021 für den Aszendenten Wassermann. Bevor wir loslegen heute, möchte ich dir gleich am Anfang ein paar Empfehlungen aussprechen, wie du am besten mit den Informationen anhand der Sterne, anhand der Planeten, anhand dieser Energien arbeiten kannst. Vorher natürlich kurz, wenn du deinen Aszendenten noch nicht kennst, klick bitte unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link, wo du erfährst, wie du ihn dir berechnen kannst. Gut, also eine der Hauptfragen, die ich bekomme als vedische Astrologin oder wenn jemand zum Astrologen kommt, ist, wann wird es endlich leichter? Und natürlich, gerade in Zeiten, wo es schwierig ist, wo der Druck im Außen zunimmt, wo große Veränderungen anstehen, ist es natürlich klar, dass jeder Mensch sich Erleichterung wünscht. Doch ich möchte dir mitgeben, aufgrund meiner Arbeit, aufgrund meines eigenen Lebens, die Planeten nutzt du am besten nicht, indem du passiv wartest, wann eine leichtere Zeitqualität kommt, sondern indem du diese Erkenntnisse so für dich anwendest, dass du deine Ziele, Projekte und Vorhaben anpasst, dass du die Dinge zu einer Zeit tust, die dran sind, oder zeigen sich sogar schwache und schwierige Planeten, dann kannst du hier in diesen Bereichen stärker werden, indem du trotzdem, auch wenn es dir schwer fällt, in manchen Bereichen dann etwas zu tun, zum Beispiel trotzdem dran bleibst. Das heißt, die Zeitqualität ist auf alle Fälle hilfreich, dass du dein Leben planst, dass du deine Ziele planst, dass du schaust, wann ist das besser umzusetzen oder welcher Bereich ist da aktiviert. Aber ein Horoskop sollte nicht so verwendet werden, dass du sagst, ich warte, bis es leichter wird und ich brauche nur abwarten und alles passiert dann ganz von alleine. Das ist ein Problem der heutigen Gesellschaft, das ist ein Problem der heutigen Mentalität und so gilt es, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung für dein Leben, für deine Ziele, für deine Handlungen. Das mit Hilfe der Sterne, mit Hilfe der Zeitqualität, dass du auch anders für dich planen kannst, aber diese Erkenntnis, damit musst du dann in die Anwendung gehen. Tust du das, geschieht Veränderung in deinem Leben und du kannst dein Leben Schritt für Schritt in die Richtung hinbringen, so wie es für dich gut ist. Tust du es nicht und wartest oder bist regelrecht in einer Starre, steckst du drin. Das passiert nämlich ganz oft, wenn wir uns in Drucksituationen befinden und das zu extrem und zu heftig ist, dann sind wir manchmal wie erstarrt und kommen gar nicht mehr vom Fleck. Aber genau diese Starre musst du durchbrechen. Wenn du gewinnen willst, wenn du auch jetzt dich nicht in dieser Zeit, auf dem Platz stehen bleiben willst, dann hör auf zu warten. Hör auf leichtere Zeiten zu warten, sondern nutze dieses Wissen, um aktiv an deinem Leben, an dir selbst zu arbeiten. Übersetzt auch außerhalb der Sterne bedeutet es, hör auf, draußen nach irgendeiner Lösung zu suchen. Werde du zu der Lösung, auf die du hoffst, egal auf wen auch immer du hoffen magst, werde du selbst zu dieser Lösung. Das war mir ganz, ganz wichtig, dass ich dir das mitgebe, damit du auch wirklich dieses wertvolle Wissen von der Astrologie auch tatsächlich gut für dich nutzen und anwenden kannst. Ansonsten wäre es einfach nur zu schade, wenn du einfach nur auf eine leichtere Zeitqualität warten würdest. Gut, jetzt legen wir los. Und zwar beginne ich bei dir gleich mit dem Aszendenten. Im Aszendenten haben wir bei dir den Saturn. Der Saturn ist stark im eigenen Zeichen. Der Saturn beschreibt dich sowieso am zweitbesten. Er regiert ja auch über den Wassermann. Und so ist es jetzt eine Zeit, wo es darum geht, um Themen, die mit dir, mit deinem Körper zu tun haben. Das erste Haus steht auch für deinen Körper. Der Saturn hat auch mit der Gesundheit zu tun. Und natürlich das erste Haus steht für deine Lebensausrichtung. Und wenn du dich jetzt mit deinem Leben beschäftigst, dann kann dir der Saturn hier helfen,
indem du das, was nicht mehr zu dir passt, indem du dich davon löst und ja, das loslässt, was du nicht mehr bist, was nicht mehr zu deinem Leben gehört. Saturn steht von Haus aus fürs Loslassen bei dir gleich doppelt, denn er regiert auch über das 12. Haus, das ist auch das Haus des Loslassens. Und wenn du dich jetzt mit deiner Lebensausrichtung beschäftigst, dann bitte langfristig, denke langfristig. Saturn steht für das Alter, steht für die Rente. Denke langfristig. Das sind die Themen Saturns, die du jetzt gut für dich anwenden kannst. Ansonsten klar, Saturn steht auch für Blockaden, steht für Verzögerungen. Also du wirst auch bei deiner Entwicklung oder bei deiner Lebensausrichtung wirst du auch mit Blockaden konfrontiert, doch auch hier gilt es nicht, dass du dann sagst, okay, da ist jetzt ein Stolperstein auf meinem Weg, ich höre jetzt auf, ich mache da nicht weiter, sondern wenn es dir wichtig genug ist, bleib dran und nimm diese Hürde. In der ersten Hälfte im Mai haben wir noch den Jupiter im ersten Haus. Also sind auch für dich Themen ganz wichtig, weil das erste Haus bist du, die mit Finanzen zu tun haben. Jupiter regiert bei dir auch über zwei Finanzhäuser. Aber auch Kinder, mit Kindern bist du jetzt enger verbunden und wenn du eine Frau bist, auch mit einem Partner. Jupiter steht für den Partner bei einer Frau. Diese Bereiche sind auch mit Verzögerungen verbunden. Klar, wenn dieser starke Saturn da mit am Wirken ist. Und trotzdem gilt dann auch da, schau die Verzögerungen an, schau die Blockaden an, schau die Hürden an und überlege dir, was du für Schritte unternehmen kannst, damit es nach und nach in diesen Bereichen dann wieder besser läuft. Warte nicht, bis der Jupiter ja rausgeht aus dem Einflussbereich von Saturn, um dann erst zu handeln, sondern du kannst auch jetzt dich schon bewusst genau mit den Punkten beschäftigen, wo du sagst, okay, wo hakt es zum Thema Kinder? Wo hakt es zum Thema mit einem Partner, wenn du in einer Beziehung bist und eine Frau bist? Wo hakt es im finanziellen Bereich? Und was kann ich tun, um diese Blockaden zu überwinden? Die zweite Maihälfte, ja, geht der Jupiter tatsächlich raus. Er geht dann ins zweite Haus. Er steht dort in seinem eigenen Zeichen, was ihm gut tut. Er ist jetzt ein Stück weit auch raus aus dem Einfluss von Saturn. Das zweite Haus steht fürs Geld verdienen, steht für deine Ressourcen, steht für deine Verantwortungsbereiche. Bist du eine Frau und hast du einen Partner, dann kannst du jetzt auch finanziell durch den Partner Unterstützung erhalten. Doch auch im Allgemeinen ist es so, dass es jetzt eine bessere Zeit für dich ist vom finanziellen her, von den Ressourcen her. Du kannst hier vielleicht sogar mehr Geld verdienen, wenn du nach einer Gehaltserhöhung fragen möchtest, mach das in der zweiten Hälfte vom Mai. Du kannst jetzt auch Unterstützung von Kindern erfahren oder auch die Beziehung mit Kindern läuft besser. Du kannst dich eventuell auch weiterbilden wollen, um zu wachsen in diesen Bereichen, um dich mit deinen Ressourcen ja, die vielleicht sogar zu vermehren oder wie ich schon sagte, auch das Geld verdienen voranzutreiben. Also der Jupiter, ein guter, starker Jupiter steht ja für Expansion und so möchtest du in diesen Bereichen wachsen und das kannst du unter anderem auch dadurch tun, indem du Kurse besuchst, indem du dich da weiterbildest. Dann gehen wir weiter und sehen bei dir im vierten Haus den Neumond. Der Neumond ist am 11. Mai, das heißt, er wirkt vom 10. bis 12. Mai und der Neumond wird eine Zeit sein, wo du dich vielleicht nicht so gut fühlst, ja, weil das vierte Haus steht für deine Gefühle. Vielleicht wird dir etwas bewusst, was du noch nicht so gut gemacht hast, wenn es darum geht, dich um deine Bedürfnisse zu kümmern oder um dein Zuhause oder etwas in Verbindung mit der Mutter. Und wenn dir das gezeigt wird, dann am besten natürlich lernst du daraus, um es künftig besser zu machen. Im vierten Haus haben wir noch weitere Planeten. Das bedeutet, das vierte und das fünfte Haus bekommt in diesem Monat viele starke Einflüsse. Und so sind diese Bereiche natürlich, wo viele Planeten am Wirken sind, auch wichtiger für dich in diesem Monat.
Die Sonne in Verbindung mit dem vierten Haus kann anzeigen, dass du Inspirationen hast, die zum Beispiel mit dem Wohnen zu tun haben, mit deinem Zuhause oder mit Immobilien. Die Sonne verlangt dir aber auch gewisse Opfer ab auf der emotionalen Ebene oder in Verbindung mit deinem Zuhause oder vielleicht im Umgang mit der Mutter. Die Sonne steht für die Karriere, das vierte Haus steht für dein Zuhause, also du kannst auch vermehrt zu Hause arbeiten. Das letzte Drittel im Mai ist dann die Sonne im fünften Haus. Die Gemeinsamkeit von der Sonne und dem fünften Haus, beide stehen für Inspirationen. Es kann also eine Zeit sein, wo du sehr kreativ bist oder wo du viele Eingebungen hast. Diese können auch etwas mit deinem kreativen Ausdruck zu tun haben oder mit deinen Talenten. Du kannst jetzt auch beruflich deine Talente mehr einbringen wollen. Vielleicht willst du beruflich auch, ja, etwas tun, wo dir mehr Spielraum gibt, dass du auch selber schöpferisch mehr tätig sein kannst durch deine eigenen Ideen. Das muss nicht immer etwas mit Kunst zu tun haben, aber überhaupt auch beruflich etwas tun zu können, wo du sagst, ah, ich habe jetzt eine Idee, dass du die Möglichkeit hast, dann da selber auch gestaltend einzuwirken. Des Weiteren haben wir die Venus im vierten Haus. Die Venus im vierten Haus ist sehr gut positioniert. Auch im Zeichen Stier geht es ihr gut. Das ist ihr eigenes Zeichen. Die ersten 9 Tage ist sie im vierten Haus. Und das ist auch eine gute Zeit für, ja, dein Inneres. Du kannst dich gut um dich kümmern. Du kannst deine Gefühle gut wahrnehmen. Du kannst auch mehr Freude empfinden. Die Venus steht ja für die Freude. Du kannst dir auch schöne Dinge gönnen, die dir Spaß machen, sei es schöne Kleidung, gutes Essen, eine bestimmte Veranstaltung besuchen, was auch immer dir Freude bereitet, ja, oder vielleicht in ein Auto investieren, auch dafür ist eine gute Zeit. Und all das sind Dinge, die dich glücklich machen, die du liebst, und dann erfreut dich das auch auf der inneren Ebene. Die Venus kann dir auch helfen in Beziehung mit der Mutter oder mit mutterähnlichen Personen. Und die Venus im vierten Haus natürlich ist eine gute Zeit, um dein Zuhause zu verschönern, um es dir richtig gemütlich zu machen, damit du dich auch wohlfühlst darin und dich auch besser regenerieren kannst. Wenn du ein Mann bist, die Venus steht für die Partnerin, vielleicht zieht die Partnerin bei dir ein, auch nur vorübergehend. Also sie wird jetzt verbunden mit deinem Zuhause. Ab dem 10. Mai ist die Venus im fünften Haus. Jetzt kannst du besser in Beziehung gehen mit Kindern. Ansonsten das fünfte Haus steht für Romanzen. Ja, die Venus steht für die Beziehung. Also es könnten auch romantische Abenteuer in dein Leben treten, da musst du dich aber immer fragen, ist es das wirklich, was du willst? Denn unter einer Beziehung wird natürlich etwas anderes verstanden als wie eine Affäre oder ein romantisches Abenteuer. Besser nutzt du die Venus im fünften Haus, indem du deine Talente nachgehst, indem du spirituelle Praktiken ausübst und wähle dabei Talente und Praktiken aus, spirituelle Praktiken, denen du dich hingeben kannst, die du mit Freude machst, die du liebst, ja, die dir gut tun. Wir haben da drin auch noch den Mondknoten Rahu. Rahu in Verbindung mit der Venus kann eine Zeit anzeigen, wo du, ja, wie soll ich es ausdrücken, sehr stark dich nach Genüssen auf der äußeren Ebene sehnst. Die Venus möchte ja in der Welt da draußen ihre Freude haben und der Rahu verstärkt das Ganze noch einmal. Also wenn du unter zwanghaften Wünschen schon fast leidest, die du dir im Außen erfüllen möchtest, dann tritt lieber auf die Bremse, halte ein, komm zur Ruhe, denn gerade der Rahu kann dir auch in Verbindung, wenn du ein Mann bist, in Verbindung mit dem Thema Frauen, die ein Stück weit die Sicht vernebeln. Die Venus steht für die Partnerin bei einem Mann oder für Frauen. Der Rahu vernebelt, zeigt Illusionen. Es ist auch eine Zeit, wo du dich ja eher in die Falschen verliebst dann zum Beispiel oder wo du eine Partnerin oder die Frau gar nicht so siehst, wie sie tatsächlich ist, sondern wie du sie halt gerne hättest.
Also mit dem Rahu hier achtsam sein. Den Rahu verwendest du besser, indem du experimentierst mit deinem kreativen Ausdruck, mit deinen Talenten, indem du deinen Inspirationen folgst. Und der Mondknoten gegenüber der Ketu im 11. Haus sagt aus, dass du weniger auf das achten sollst, was andere über dich sagen, was andere über dich denken, ob die es gut heißen, was du jetzt machst oder ob die es nicht gut heißen, ob du Applaus bekommst oder nicht. Stattdessen der Fokus mit Rahu im 5. Haus liegt wirklich auf deinen Talenten, deinem schöpferischen Ausdruck, deinen Inspirationen und lass die anderen machen, was sie wollen. Schau, dass du mehr deine eigene Welt ein Stück weit erschaffst. Und natürlich wirst du hier experimentieren, dich wie ein Kind ein Stück weit ausprobieren, dabei gewiss auch Fehler machen. Das ist Teil des Prozesses. Jedoch diese Mondknotenachse hat bei dir stark etwas damit zu tun, dass du dich mehr mit dir selbst auseinandersetzt. Das wird noch einmal unterstrichen durch den Saturn im 1. Haus. Das bist auch du. Saturn beschreibt dich, also der Fokus ist aktuell stark auf dich, deine Ideen, deinen schöpferischen Ausdruck und weg von den anderen. Der Ketu im 11. Haus kann übrigens auch in Gruppen oder mit Vereinen oder mit Gleichgesinnten etwas zu einem Abschluss bringen. Wenn du mit Gruppen zusammen bist oder Gleichgesinnten, dann vielleicht in Verbindung mit der Astrologie, in Verbindung mit spirituellen Themen. Dafür steht der Ketu nämlich. Wenn da aber auch bestimmte Beziehungen mit bestimmten Menschen einfach jetzt zu einem Ende kommen, dann ist das auch in Ordnung. Ketu bringt hier diese abschließende Energie mit sich. Das 11. Haus steht aber auch für Titel und Abschlüsse. Also wenn du selber die Astrologie erlernen möchtest, ist das eine sehr gute Zeit, solange der Ketu bei dir am 11. Haus ist, dass du hier auch dir dieses Wissen aneignest, wenn du dazu einen Zugang hast. Doch nun zurück zum 5. und 4. Haus, denn wir haben noch einen Planeten und das ist der Merkur. Der Merkur ist die ersten 4 Tage noch im 4. Haus. Da kannst du noch Themen managen, die mit dem Zuhause zu tun haben, mit der Mutter in einen besseren Austausch treten. Vielleicht geht es auch noch um Investitionen in Verbindung mit deinem Zuhause oder mit Immobilien. Du kannst dir dort auch Wissen aneignen in diesen Bereichen. Und am 5.5. wechselt der Merkur dann ins 5. Haus. Das 5. Haus steht für Investitionen. Der Merkur steht für Investitionen. So kannst du jetzt investieren wollen, aber Vorsicht, wir haben da drin den Mondknoten Rahu. Der Rahu vernebelt hier die Sicht ein Stück weit. Und Rahu steht auch für Verluste oder Ausgaben. Also, ich wäre da sehr, sehr vorsichtig an deiner Stelle, wenn es um Investitionen oder Spekulationen geht. Besser verwendest du den Merkur im 5. Haus, um auch hier mit Kindern zum Beispiel in gute Gespräche dich zu begeben oder indem du zum Beispiel mit Freunden, Merkur steht auch für Freunde, gemeinsam spirituellen Praktiken nachgehst oder gemeinsam Talente zum Ausdruck bringst. Und du kannst dich auch bezüglich deiner Talente weiterbilden, Kurse besuchen, Bücher lesen, Zeit in deine Talente investieren. All das passt sehr gut mit dem Merkur im 5. Haus. Dann haben wir zum Schluss noch den Mars. Der Mars ist im 6. Haus. Das 6. Haus ist gut für den Mars, denn beim 6. Haus geht es darum, Verbesserungen zu erzielen. Der Mars möchte ja auch immer etwas reparieren. Das passt. Was nicht passt, ist, oder was heißt, was nicht passt, ist auch Teil von Mars, seiner Reise durch die verschiedenen Zeichen. Er befindet sich jetzt in dem Zeichen, wo er am schwächsten ist. Und das ist das Zeichen Krebs. Das bedeutet, auf der einen Seite möchtest du vielleicht Dinge reparieren, möchtest Probleme lösen, möchtest Hürden meistern, aber die Energie, der Mut, die Durchsetzungskraft, die Willensstärke, die Disziplin ist nicht so stark vorhanden, sodass du dann auch schneller vielleicht abbrichst, schneller entmutigt bist, vielleicht schneller dann frustriert bist, wenn es auch nicht
so läuft, wie du es gerne hättest. Das sechste Haus steht auch für die tägliche Arbeit. Hier kann es auch zu Frust oder Konflikten kommen, in Verbindung mit Kollegen oder Kolleginnen. Und es kann sogar Rechtsstreitangelegenheiten geben, auch in Verbindung mit dem Zuhause oder mit Immobilien. Das sind alles Themen, die der Mars darstellen und er befindet sich jetzt in einem Haus, was halt auch für Schwierigkeiten zum Beispiel steht. Was kannst du tun, um diesen, ja, schwachen Mars zu stärken? Im sechsten Haus Bewegung, Sport. Immer, also hast du einen starken Mars, du persönlich, individuell, das kann ich jetzt hier nicht ablesen. Das ist die Deutung des allgemeinen Mars, der dein sechstes Haus beeinflusst. Aber wenn du zum Beispiel einen starken Mars hast, dann ist Sport sowieso super für dich, weil diese Mars-Energie kannst du dadurch konstruktiv umsetzen. Wenn jetzt allgemein der Mars schwach ist, dann kannst du durch Sport deinen Mars stärken. Warum? Mars steht zum Beispiel für Disziplin. Was brauchst du bei Sport? Disziplin, weil sonst setzt du es nicht um. Und wenn ein Planet schwach ist, dann hilft es immer, die Eigenschaften, die der Planet repräsentiert, aktiv anzuwenden und umzusetzen, denn dadurch stärkst du den Planeten. Gut, damit möchte ich es jetzt beenden für diesen Monat. Wenn du tiefer einsteigen willst zum Thema Zeitqualität, vor allen Dingen natürlich individuell gedeutete Zeitqualität anhand deines persönlichen individuellen Horoskops, dann gibt es jetzt eine Aktion bis Ende April. Du siehst hier die Webseite eingeblendet für mehr Informationen oder du findest dazu auch einen Link unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, alles, alles Liebe, alles, alles Gute, bis bald oder bis zum nächsten Monat.